Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angesichts des fortdauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor einer hohen Gefahr durch russische Desinformation, Spionage und Sabotage gewarnt. Die Cybersicherheitslage hat sich durch den Krieg weiter verschärft. Die Angriffe pro-russischer Hacker haben zugenommen, sagte Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Auch die Gefahr durch staatlich gesteuerte Spionage- und Sabotageaktivitäten bleibe hoch. Bund und Länder müssten Cybergefahren gemeinsam abwehren und ihre Fähigkeiten permanent weiterentwickeln, sagte Faeser. Sie hob hervor, wir stehen im Wettlauf mit immer neuen Angriffsweisen und Technologien. Deshalb schaffen wir neue Instrumente, mit denen die Sicherheitsbehörden Cyberangriffe stoppen und besser aufklären können. Als Beispiel nannte die Innenministerin den Ausbau des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Anfang Februar gab Faeser bekannt, dass ab 1. Juli Claudia Plattner neue Präsidentin des BSI wird. Der bisherige Präsident Anne Schönbohm wurde im vergangenen Jahr nach Berichten der Sendung ZDF-Magazin Royal abberufen. Schönbohm soll Kontakte zu einem Verein mit Verbindungen zu russischen Geheimdienstkreisen gehabt haben. Die Innenministerin erklärte im Interview mit den Funke Zeitungen, auch die Bedrohungslage im Bereich der kritischen Infrastrukturen stehe im Fokus. Die Angriffe auf die Nord Stream Gaspipelines in der Ostsee hätten gezeigt, dass wir verwundbar sind, so Faeser. Kritische Infrastrukturen zu schützen habe daher absolute Priorität. Es werde intensiv an einem kritische Infrastrukturen-Dachgesetz gearbeitet, dessen Eckpunkte bereits im Kabinett beschlossen wurden. Mit dem Gesetz soll zum ersten Mal der Schutz kritischer Infrastrukturen in Deutschland per Bundesgesetz geregelt werden. Damit würden die Anforderungen an die Betreiber erhöht, betonte Faeser. Diese müssten sich umfassend gegen Gefahren wie Naturkatastrophen, Terrorismus, Sabotage sowie menschliches Versagen wappnen.